Herzlich willkommen zu den Schweizer Literaturshorties. Ich möchte euch heute das Buch von Viktoria Belim vorstellen, Rote Sirenen, die Geschichte meiner ukrainischen Familie. Ganz neu erschienen im Aufbau Verlag. Sie erzählt wirklich ihre Familiengeschichte. Sie ist in der Ukraine geboren, nach der Scheidung der Eltern, aber mit 15 Jahren nach Amerika, nach Kalifornien gekommen. Jetzt ist sie um die 30, verheiratet, lebt mit ihrem Mann in Brüssel. Und sie hat eigentlich die ganze Zeit wenig Kontakt mit ihren Verwandten in der Ukraine. Ja, es ist jetzt auch nicht so etwas, was so ganz im Vordergrund steht in ihrem Leben. Aber mit wem sie Kontakt hat, das ist ein Großonkel, das ist Wladimir. Und die beiden, ja, haben durchaus unterschiedliche politische Ansichten. Es ist 2014, Russland ist in die Ukraine oder hat die Krim annektiert. Ja, die beiden führen per Skype Streitgespräche, die ein bisschen eskalieren und brechen den Kontakt ab. Ja, und dann wächst in Viktoria der Entschluss, wieder mal in die Ukraine zu reisen, ihre Großmutter zu besuchen, Valentina zu besuchen. Und das erzählt sie uns. Sie erzählt, wie sie dort ankommt. Die Großmutter hat ein großes Faible, lebt eigentlich nur für ihren Garten, für ihren großen Obstgarten, für ihren großen Apfelgarten. Die beiden, das ist so das Thema, womit die beiden auch gut zurechtkommen, weil die Großmutter mag nicht, wenn Viktoria fragt, was ist denn mit meiner Familie? Was ist denn zum Beispiel mit diesem Bruder meines Großvaters Nikodim, der irgendwann mal einfach verschwunden ist und niemand redet mehr über ihn? Und dann macht sie sich eben auf Spurensuche. Und sie macht sich auf die Spurensuche ihrer Familie. Und in diese Spurensuche eingebettet ist natürlich auch die Geschichte der Ukraine im letzten Jahrhundert. Wie gesagt, kein Roman erzählt wie ein Roman. Persönliche Erinnerungen, die, je weiter ich gelesen habe, mir umso näher gegangen sind. Sie erfährt letztendlich ganz viel über ihre Familie. Sie bekommt auch die Hilfe von Valentina. Sie lernt unheimlich interessante Menschen kennen. Man erfährt auch ganz viel über Kultur, die Kultur der Ukraine, wunderbar, über Stickerei, die ja ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen werden soll. Ein Buch, in dem man ganz, ganz, ganz viel erfährt, das wirklich einem ans Herz geht. Und ja, meine Empfehlung, Viktoria Belim, Rote Sirenen, erschienen im Aufbauer Verlag und übersetzt aus dem Englischen von Ekaterina Pavlova.